Gut, dann kommen wir zur Aufgabe 2. Da geht es jetzt um die Stochastik. Das ist schon ein bisschen her, aber jetzt denken wir uns da noch mal rein. Da ist bei Aufgabe 2.1 eine Kiste gegeben mit 4 blauen, 2 gelben und 3 roten Bausteinen. Insgesamt sind also 9 Bausteine in dieser Kiste drin. Zwei Bausteine werden rein zufällig entnommen. Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die beiden Bausteine die gleiche Farbe haben, 5/19 beträgt. Ja, gucken wir uns mal das Baumdiagramm dazu an. Es ist also ein Experiment in zwei Zügen. Im ersten Zug kann ich blau, gelb oder rot ziehen. Und ich habe für blau die Wahrscheinlichkeit 4/9. Ich habe für Gelb die Wahrscheinlichkeit 2/9 und für Rot die Wahrscheinlichkeit 3/9. Wenn ich im ersten Zug schon Blau gezogen habe, kann ich ja wieder Blau, Gelb oder Rot ziehen. Und da ich schon einen blauen weg habe, sind es jetzt hier noch insgesamt nur noch 8, also 3/8 für Blau, für Gelb sind es 2/8, für Rot sind es 3/8. Wieder blau, gelb, rot. Wenn ich gelb schon gezogen habe, bleibt es bei 4/8 für blau. Es werden 1/8 für gelb und es werden 3/8 für rot. Und wenn ich rot gezogen habe, habe ich wieder blau, gelb, rot. Blau sind dann 4/8, gelb sind 2/8 und rot, da ich schon einen weg habe, sind dann auch nur noch 2/8. Nun geht es darum, dass wir die Wahrscheinlichkeit berechnen dafür, dass die beiden Bausteine, die ich gezogen habe, die gleiche Farbe haben. Das kann dann ja also einmal sein, das P von 2 mal blau plus die Wahrscheinlichkeit von gelb, gelb plus die Wahrscheinlichkeit von rot und rot. Dann geht es hier also darum, das P von B und B zu finden. 4/9 und 3/8, das kann ich mit der Fahrtregel berechnen, also 4/9 mal 3/8 plus die Wahrscheinlichkeit für gelb und gelb sind also 2/9 mal 1/8 plus die Wahrscheinlichkeit für rot und rot sind 3/9 mal 2/8. Jetzt brauche ich das nur ein bisschen mit Bruchrechnung auszumultiplizieren, komme hier also auf 12/72. Plus 2/72 plus 6/72. Das sind insgesamt 20/72. Und wenn ich das kürze, komme ich auf 5/18. Das ist das, was Sie zeigen sollten. Dann geht es weiter bei Aufgabe 2.2. Da ist eine Zufallsgröße gegeben, die zu jedem Wert k jeweils die Wahrscheinlichkeit schon ja, ausgerechnet und hier angegeben hat. Sie sollen den Erwartungswert dieser Zufallsgröße y berechnen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch ganz allgemein, war das e von x gleich n mal p. Jetzt haben wir es aber ja eben vereinzelt aufgeteilt durch diesen Wert k und die dazugehörige Wahrscheinlichkeit. Und Sie wissen dann, dass das e von x gerade die Summe ist von i gleich 0 bis n über xi mal p von x gleich xi. Ja, was heißt das jetzt hier? Das ist also, dass ich mir hier diese xi angucke, also die Werte, die hier angenommen werden können von 0 bis n, also mein k. Multipliziert mit dieser Wahrscheinlichkeit und dann muss ich diese ganzen kleinen Produkte aufsummieren. Also für uns heißt das jetzt hier e von y, heißt es hier in der Aufgabe, ist also 0 mal 1/2. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich 0 annehme, dieses hier, da das xi ist jetzt also mein k, mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Wert annehme, ist 1/2 plus 1, wieder hier die 1 und die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Wert annehme, ist 3/8 plus 29 mal die Wahrscheinlichkeit dazu sind 1/8.
Das kann ich ausrechnen hier. 0 mal 1/2 sind 0. Dann habe ich hier noch 3 Achtel plus 29 Achtel sind zusammen 32 Achtel. Und das sind genau 4. Also habe ich einen Erwartungswert von 4. Bei 2.3 geht es um die Herstellung von Tassen. Die Tassen werden erfahrungsgemäß 80% fehlerfrei glasiert. Also habe ich eine Einzelwahrscheinlichkeit von 0,8 für fehlerfrei. Man entnimmt der laufenden Produktion rein zufällig 10 Tassen. Beschreiben Sie in Worten ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit durch diese Formel, die da angegeben ist, berechnet wird. Sie erinnern sich noch an Bernoulli-Experimente. Das waren ja Experimente, bei denen im Prinzip nur zwei Ereignisse eintreten konnten, nämlich oder ja, zwei Merkmale betrachtet wurden. In diesem Fall wäre es fehlerfrei oder fehlerhaft. Und die Formel, die Sie dafür kennengelernt haben, war P von x gleich k gleich n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Dabei ist n jetzt die Anzahl der Durchführungen. In diesem Fall bei uns jetzt hier wäre n gerade 10, weil ich 10 Tassen zufällig entnehme, also 10 mal dieses Experiment durchführe. Dann ist k die Anzahl der Treffer und das kleine p gibt mir jetzt die Einzelwahrscheinlichkeit an für diesen Treffer k. Jetzt schreibe ich Ihnen die Formel, die da angegeben ist, nochmal gerade auf. P von b ist 10 über 0 mal 0,8 hoch 10 plus 10 über 1 mal 0,8 hoch 9 mal 0,2 hoch 1 plus 10 über 2 mal 0,8 hoch 8 mal 0,2 hoch 2. Jetzt haben die das hier ein bisschen unschön sortiert, aber wahrscheinlich, um es ein bisschen schwieriger zu machen, Sie sehen jetzt hier diese 0 passt nicht zu der 10 hier. Also kann das hier, die 0,8, nicht mein p sein, weil ich bei dem p immer gerade das k finde, was hier unten auch in diesem Koeffizienten steht. Also sind diese 0,8 hier gerade mein 1 minus p. Das heißt, dieses p, das nenne ich jetzt mal p-Sternchen, das gehört hier jetzt gar nicht unten rein, sondern wir schreiben das jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher, 10 über 0 mal, jetzt brauche ich eben diesen anderen Term hier, eben den Term für fehlerhaft. Und da sehe ich, dass das gerade die Wahrscheinlichkeit für fehlerhaft ist jetzt gerade 0,2. Also schreibe ich hier meine 0,2 hoch 0 hin. 0 und 0, jetzt passt es wieder. Und in der Formel geht es dann weiter mit 1 minus p, fehlerhaft. Jetzt kommt hier die Wahrscheinlichkeit für fehlerfrei hin, also sind das gerade in die 0,8 hoch 10. Ich mir nur diesen Term hier bis hier vorne angucke. Warum haben die 0,2 hoch 0 hier weggelassen? Naja, weil es 1 ist. Letztendlich fällt es ja einfach hier weg. Jetzt gehe ich hier weiter. 10 über 1 mal, sehen Sie wieder, die 0,2 muss eigentlich nach vorne, wenn Sie es richtig sortieren wollen, mal 0,8 hoch 9 plus 10 über 2 mal 0,2 hoch 2 mal 0,8 hoch 8. Gut. Ja, und wenn Sie dieses hier jetzt wieder so zusammenfassen, also den ersten Summanden, den zweiten und den dritten, dann sehen Sie, dass das hier eigentlich gerade p von x gleich, das k steht ja hier unten, also p von x gleich 0 ist, plus p von x gleich 1, da das k, plus p von x gleich 2. Jetzt habe ich drei aufeinanderfolgende Ereignisse hier, nämlich die 0, die 1 und die 2. Und das kann ich als kumulierte Wahrscheinlichkeit auffassen, nämlich p von x ist kleiner oder gleich 2. Nun sollen Sie doch in eigenen Worten beschreiben, was denn das hier eigentlich ist, was wir da berechnen. Und p von b ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich höchstens zweimal fehlerhafte
Tassen produziert habe. Also keinmal, einmal oder zweimal. Also wenn ich 10 Tassen entnehme, darf da keine, eine oder zwei fehlerhafte Tassen dabei sein. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür. Also P von B gibt die Wahrscheinlichkeit an. Dass höchstens 2 Tassen fehlerhaft sind. Von 10 entnommenen Tassen.